Dort und an vielen anderen Plätzen rund um Baja Kalifornien ist es wegen dem Plankton und somit Fischreichtum unter anderem möglich, Walhaie zu Gesicht bekommen. Wir haben uns dafür aber einen relativ sicheren Spot im Bereich vom Ausgangspunkt La Paz ausgesucht. Direkt in der Bucht vor der Stadt ist die Konzentration von Plankton so hoch, dass auch hier die juvenilen Exemplare zu Dutzenden herumschwimmen. Uns wurde erklärt, dass wir uns immer seitlich von Haien bewegen sollen und Acht auf die Flossen geben müssen. Der erste gesichtet. Ich stürzte mich in die Fluten. Und wo ist er? Mit dem Herz im Bauch gab ich alles, sodass ich einer Kollision gerade noch ausweichen konnte. Leider war das Wetter nicht allzu gut und die Walhaie immer in Bewegung. Deshalb war es uns nicht möglich, die Haie mal im Ganzen ruhig anzuschauen. Trotzdem ein Pflichterlebnis, wenn man schon einmal in der Gegend ist. Zum Glück gibt es aber auch hier in der Nähe eine ruhige Bucht namens Bahia Puerto Balandra, bei der der restliche Tag mit Sonne tanken und relaxen und einfach genießen verbracht werden kann. Nebenbei kann man hier auch noch das leider durch Jugendliche zerstörte und mit Beton und Stahl wieder aufgebaute Wahrzeichen von La Paz, den Hongo de Balandra, bewundern. La Paz selbst ist mit seiner Malecón und der Colectivo Tomato einer Wandbildbewegung, die sich in unterschiedlichsten Städten von Mexiko den Flair deutlich hebt, sicherlich einen Besuch wert. Weiter südlich von La Paz gibt es dann noch das reizvolle Dörfchen Cabo Pulmo mit angeblich sensationellen Tauch- und Schnorchelspots. Doch leider blieb uns das Tauchen, wie auch die UNESCO-Kulturerbeinsel Isla Espiritu Santo, wegen der rauen See verwehrt. Stattdessen besuchten wir in Cabo Pulmo eine unglaublich schöne Gegend mit verwitterten Gesteinen und beschlossen dann, in die gefährlichste Stadt der Welt 2018 weiterzureisen. Das supertouristische San Luca di Cabo hatte letztes Jahr durch Bandenkriege eine sehr hohe Mordrate. Und diese wird den Einwohnern gegenübergestellt. Einzig aus diesem Grund, den die touristischen Besucher quasi nicht mitbekommen, wurde die Stadt zur gefährlichsten auserkoren. Ansonsten kann diese Stadt mit einer Vielzahl von Schönheiten aufwarten. Der südlichste Zipfel von Baja California wird beispielsweise durch einen natürlichen Felsbogen geschmückt. Als ob das nicht genug ist, verabschiedete sich Baja California noch direkt vor dem Felsbogen mit einem Ballena Gris. Ciao und vielen Dank, es war uns ein Fest. Aber stopp, eines haben wir noch vergessen. Etwa eine Stunde weiter nördlich gibt es ein weiteres internationales Highlight. Bekannt wie Besame Mucho ist das durch die Eagles 1976 bekannt gewordene Hotel California im hübschen Pueblo Mágico Todos Santos, was so viel heißt wie alles heilig. Jetzt aber wirklich, ciao Baja California, hasta Ponto México, vamos a Guatemala.